Moin, wir machen nochmal Potato. Diesmal mit dem Dämon. Weil, jo, kann ja nicht immer nur den Ingenieur spielen. Der Toto hat sich den geilen Grab, der Leben gibt, ausgesucht. Ich habe mir hier den Dagger ausgesucht. Sind wir zumindest nicht ganz gleich. Aber irgendwie ist die gleiche Charakterklasse doch irgendwie lustiger. Haben wir uns so gedacht. Ja. Ja. Glück ist trotzdem immer noch eine gute Sache. Reichweite. Glück ist auch eine gute Sache. Wo steht mein Leben? Ich muss aufpassen. Wie viel Life habe ich denn? 13. Das heißt, ich nehme ein Geisterzepter. Landminen will ich nicht, aber ich will einen Baum haben. So habe ich. Wieso hast du? Nee, schon gut. Geht ja nur die Hälfte umgewandelt. Ich schon so lange her, dass ich den gespielt habe. Ja. Ein Geisterzepter. Potato hat auch ganz stark meine Sucht gefördert, weil das ist so ein Spiel, da kannst du schon mit einer Hand spielen. Mit dem Controller. Da hast du dabei immer gemütlich gedampft. Kann ich gut gebrauchen, sehr schön. So, dann nochmal Glück. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben mal eben das Spiel neu gestartet. Wir hätten zwar beide weiterklicken können, aber wären wir dann jeweils in einem eigenen Spiel gelandet und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache hier. Ergo, einmal von vorne. Einmal von vorne. Ist halt auch nur ein Mod, ne? Also, damals habe ich einmal mit dem Dämon gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was die Bugswelle war, müsste ich nachgucken. 47, 48, irgendwie sowas. Und hat halt auch 6 rote Geisterzepter, Sifts Relic und bin halt einfach stehen geblieben. Weil ja, kam nichts an mich ran. Ich habe so dermaßen viel Schaden gemacht. Ja, und dann habe ich nicht aufgepasst und ja, dann wurde ich leider von Bossen übercharged oder weniger. Hat mich mal schlagartig zerfetzt. Ich weite es gut. Ganz viel Crit ist ganz viel Material. Material ist Leben. Oh, geh mal da weg, ich will das haben, danke. So, Crit nehmen wir. Fernkampfschaden nehmen wir. Ein blaues Zepter nehmen wir direkt mit. Lebt gefährlich. 2 Leben. Bisschen konzentrieren, ja? Das war jetzt ja nicht sterben. Ja, so langsam kriege ich ein bisschen Crit. Das ist auch okay. Bäumchen. Keine Kiste. Out. Ja, langsam ein bisschen Material mal zusammen. Das deckt ja dann auch mit der Zeit immer mehr. Ne? Vor allem denkt dran, irgendwann kommt Rohr und so, ne? Mit 11. Ja, will man vielleicht ein bisschen Leben haben. Nein. Jetzt auch nicht so viel. Oh, ne, ich weiche einfach aus. Oh, hab ich ein Glück gehabt, ey. Au. Aber es ist halt mit dem Dämon, manchmal muss man ein bisschen investen halt. Ja, der Anfang mit dem Dämon ist halt. Kann sehr gefährlich werden. Also wäre ich Singleplayer am Spielen, würde ich mich immer noch bei einem HP bewegen wahrscheinlich. Ja, muss er auch meistens, sonst damit aber der richtig krass wird. Das will ich jetzt hier halt nicht machen, wenn man zusammenspielt. Könnte man ein paar mehr von den Dolchen gebrauchen lange. Also ich habe die Zepter so sind nicht.
Ich habe meine Zepter zusammen, also die Anzahl zumindest schon mal. Jetzt muss ich nur noch besser werden. Nein, das war nicht knapp. Autsch. Autsch. Ja, das haben wir da auch geschafft. An für sich war das eine dumme Idee, Alien-Augen zu nehmen, weil jetzt ist ja das gleiche wie mit dem Turret. Da kann man ja auch die Gegner mit töten. Ja, prinzipiell ja, gut, aber. Ja. Ja, aber irgendwann hast du so viele Gegner, dass ein bisschen extra Schaden definitiv ein gutes Investment ist. Wow, 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 wow. Au! Du kriegst halt hinterher dein Hauptleben eh halt durch die Materialien. Hilfe, 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 ich muss mich heilen, ich muss mich... Hier oben rechts. Mami! Fick dich! Scheiße! Ja. So, da sind wir wieder. Neue Runde, neues Glück. Gleich ist ab wie davor. Da kam Kritschaden. Schaden. Ja, war halt nix bei, was sich für mein Bild gut hätte. Also von daher unnötig Leben ausgeben muss ich auch nicht. Naja, gerade der Dämon halt. Den kannst du, den anfangs kannst du den so schön risky spielen und das zahlt sich dann später aus. Ja, ich weiß auch nicht, ob das für Multiplayer so der Beste ist, weil... Also ich weiß nicht, oder bist du getroffen worden, oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Du. Ich hab, Ja. Weil in meiner Welt bin ich nicht getroffen worden, aber... Ah, okay. Ja, das, ist halt mit der Synchronisation nicht ganz so einfach hier, ne? Bisschen auf, was hatte ich? Mit 1 HP sollte man nicht getroffen. Ja, geil, jetzt habe ich 2 HP. Ist denn vorsichtig, da ich habe schon Schaden kriege und ich weiß nicht mal woher. Oder hab ich habe keinen Schaden kriege, ich habe Leben dazu gekriegt. Okay. Schon. Ja, ja, ja. Au, au, au. Kann ich bitte zu dem Leben da? Nein? Schade. Und auf geht's. Jetzt mal langsam ein bisschen Leben ansammeln. Ja, das kommt hier auch hoffentlich nachher durchs Töten ganz einfach. Jetzt Reichweite, Schaden vor allem wichtig. Schaden ist okay. Oh, 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 da sehe ich was die. Ja. Okay. Nein, 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 nein. Geht weg. Geht weg. Ich dreht ein Beute hier rum. 2. Ja. Ich auch noch. Hab ich eine Kiste links? Hab ich. Sehr gut. Und noch ein Beute, Alien. Und ja, okay. Ich glaube, das Schlimmste haben wir überstanden. Wow. Ich hab mich getäuscht. Ich möchte meine Aussage revidieren. Ausweichen, danke. Boah, ey. Alter Schwede. Geile Sache. Kommt ihr denn alle her? Du musst ja töten, nicht nur hinter dir herziehen. Ja, ich hab mir Alien auch noch gekauft.
Wow. Oh, okay. Special gehe ich nicht, mal Bescheid sagen können. Ich sag doch Köder. Also, habe ich nicht mitgekriegt. Ist untergegangen. Mit einer Quatscherei wahrscheinlich. Ja, ein bisschen mehr Damage könnte definitiv nicht haben. Das stimmt. Nahkampfschaden. 20 Glück. Auch den Nahkampfschaden. Ja, 61. Au. Du bist der Fernkämpfer, du machst den Gegner. Ja, ja, genau. Ich komme gerade nochmals an den ran. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so hier gut links wie tot. Unten links ist ganz viel Leben. Also wenn ich den Boss machen soll, dann musst du hier schon so ein bisschen das Kleinzeug wegmachen. Ich mach hier die ganze Zeit. Immer mehr ist das Problem, ne? Aber Boss ist weg. Alles klar, sehr schön. Oh, danke, dass die beendet wurde. Eieieiei. Ja, Durchschlag wäre mal so langsam sicher wichtig zu bekommen. Ja, kein Problem. Ja. Oh, Horde Wave. Ja. Alles so für Horde Waves überall. Ich komm hier, ich muss hier weg, Alter! Ja! Mein Schaden ist jetzt nicht so schlecht, aber es sind so viele! Alter, das leckt bei mir sogar! Mhm. Und zwar richtig. Der tut mir leid, ich habe keine Ahnung, ob ich durch Gegner renne oder nicht, ehrlich gesagt gerade. Ich kann es dir auch nicht sagen, weil. Ich sehe, meine Messer bewegen sich nicht mal mehr. Also ich sehe keine Ahnung. Ich laufe einfach um den Rand, weil. Ja. Okay. Alter. Das ist leider nur eine Mod. Ach, nee, aber schön war es. Spaß gemacht hat er trotzdem. Ja, leider nichts mit Durchschlag gekriegt. Dementsprechend nur einen Gegner treffen können. Halt unpraktisch. Ich glaube, ich war sogar gut dabei an sich, aber ich konnte jetzt, ich weiß nicht mal, wer von uns gestorben ist, kann ich mir nicht mal sagen. Bei mir war im Endeffekt, ich konnte mich zwar bewegen, aber der Bildschirm war gefreezed, die Gegner haben sich quasi gar nicht mehr bewegt. Meine Messer hingen einfach in der Luft und sind mit mir mitgegangen, aber haben sich nicht mehr bewegt. Ich habe noch ein bisschen was gesehen, aber ich habe so viel Schaden abgekriegt. Ich denke mal, das bei mir war, dass das deswegen nicht hingehauen hat. Und egal. Naja, ich würde sagen, dann wir bedanken uns trotzdem fürs Zuschauen. Hoffentlich hattet ihr Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Jo, bis dann. Ciao.